Ja, noch im Moment noch stumm geschaltet, aber sie sollte jetzt gleich bei uns sein. Hallo? Frau Finkner, Ja. hallo? Ich habe Sie jetzt gerade laut gestellt. Ja. Ja, Klappt. es klappt. Es Wunderbar. klappt. Wunderbar. Jetzt muss ich Prima. nur noch meinen Bildschirm teilen. Ich Genau. glaube, die Webcam würde ich dann auslassen, weil das ja eben auch mit, glaube ich, ein Grund war, warum ich diese Schwierigkeiten hatte. Genau. Ja, lassen Sie Ja. die Webcam ruhig aus. Wir haben sie gerade schon gesehen. Es war ein schöner Anblick, aber ich denke, jetzt lassen wir einfach das Thema im Vordergrund stehen. Das reicht. Ich werde meine Webcam auch gleich noch ausstellen. Ich würde Sie jetzt einfach bitten, dass Sie jetzt die Präsentation starten. Sie haben jetzt die Bildschirmfreigabe. Hab ich. Und jetzt genau sehen wir auch was. Da wir jetzt nicht mehr ganz die komplette Zeit zur Verfügung haben, weiß ich nicht, ob Sie jetzt einfach da anfangen wollen, ab wo es ungefähr gehapert hat, wenn Sie das mitbekommen haben. Oder Sie versuchen halt einfach ein bisschen schneller durchzugehen, ein, zwei Slides. Okay, Ja, das tut mir jetzt leid, aber ich habe bis 17 Uhr oder gut, genau, Sie haben ja bis kurz vor 17 Uhr. Wir müssen dann die anderen Leute noch entsprechend wieder in den Meetingraum holen. Ich gebe Ihnen aber rechtzeitig Bescheid. Ich schalte mich einfach kurz vorher ein, 5 Minuten vorher, gebe ich Ihnen ein kleines akustisches Signal, dass Sie noch 5 Minuten Zeit haben. Dann wissen Sie ungefähr, ob Sie nochmal auf die Tube drücken müssen oder ob Sie so durchkommen. Gut, Gut, alles alles klar, aber klar. ich starte dann mal am Anfang, weil ich denke, das ist dann halt einfach eine rundere Geschichte. Wie Sie möchten. Ich übergebe Ihnen die Bühne. Super, alles klar. Vielen Dank. Ja, dann zweiter Anlauf nochmal. Herzlich willkommen zur Vorstellung des Hessischen Klimabildungsportals. Ich freue mich sehr, Ihnen zeigen zu dürfen, wie Klimabildung von einer Landesverwaltung ausgestaltet wird. Allerdings möchte ich Ihnen nicht einfach das Portal vorstellen, sondern wirklich zeigen, was dahinter steckt. Unser Bildungsverständnis, das daraus resultierende Bildungskonzept, unsere Arbeitsweise und ganz wichtig, unsere Motivation. Ja, das Land Hessen geht davon aus, dass Bildung zur Erreichung der Klimaschutzziele eine sehr hohe Bedeutung hat. Und das zeigt sich auch daran, dass Klima- und Ernährungsbildung zu den 40 prioritären Maßnahmen des hessischen integrierten Klimaschutzplans zählen. Im Umweltministerium sind wir federführend für die Klimabildung in der nonverbalen Bildung zuständig, arbeiten aber mit dem Kultusministerium eng zusammen, weil wir viele Angebote haben, die sich explizit an Schulen richten. Unsere Leitlinie sind dabei die 17 SDGs und deswegen haben wir unsere Logos auch in dieser Kacheloptik gestaltet. Sie werden Ihnen heute noch an verschiedenen Stellen auch in anderen Beiträgen des Symposiums begegnen. Wir haben im Umweltministerium ein ganz bestimmtes Verständnis davon, was gute Klimabildung ist, nämlich eine Klimabildung im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE. Denn wir sind sicher, dass es in der Klimabildung eben nicht nur darum geht, einen Wissenskanon zu etablieren. Vielmehr möchten wir Menschen ermutigen und befähigen, das eigene Leben und die Gesellschaft, in der sie leben, mitzugestalten und ihnen das Wissen und die Kompetenzen vermitteln, dies im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu tun. BNE ist unserer Auffassung nach ein ganz klar handlungs- und beteiligungsorientiertes Bildungsprinzip, das hervorragend geeignet ist, vor allem Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, für sich in diesem Spannungsfeld zwischen Wissen und Handeln gangbare Wege im Klimaschutz zu finden. Deswegen richten wir alle Maßnahmen der Klimabildung und der Ernährungsbildung nach BNE-Prinzipien aus. So, alle unsere Projekte und Maßnahmen betrachten wir immer mit dieser, ich sage immer gerne, BNE-Brille. Wir haben ein ganz klares Ziel, genug für alle, genug für immer, was natürlich entsprechende Moral- und Wertvorstellungen impliziert. Wir betrachten bei allen Themen ihre lokalen und globalen Auswirkungen, die Verflechtungen und bewerten ihre Verträglichkeit für Mensch und Natur. Und wir stiften mit den Angeboten zu Partizipation, Kooperation und natürlich zum eigenen Handeln an. Mit unseren Projekten möchten wir eine stärkere Öffnung von Bildungsinstitutionen wie der Schule fördern, weil BNE durch die Kooperation mit lokalen außerschulischen Institutionen und Netzwerken besser verankert wird. Wir hoffen, dass so sukzessive Bildungslandschaften für nachhaltige Entwicklung in den verschiedenen Regionen entstehen.
elementar für unsere Arbeit ist, dass wir die Menschen, die an unseren Projekten teilnehmen, auch emotional erreichen. Wir sind davon überzeugt, dass die Motivation zum nachhaltigen Handeln am besten von Herzen kommen sollte. Und um Ihnen zu zeigen, warum wir mit Herzblut bei der Sache sind, möchte ich mit Ihnen auf Mondmission gehen und einen Zeitsprung in die Vergangenheit machen. Mehr als 50 Jahre zurück, ins Jahr 1968. Das Bewusstsein für den Umweltschutz entwickelte sich gerade erst und Rachel Carsons Buch The Silent Spring, in dem sie die Auswirkungen eines rigorosen Pestizideinsatzes auf Ökosysteme thematisierte, war zu dem Zeitpunkt gerade 6 Jahre alt. Und dann kam dieses Bild. Es wurde am 24. Dezember 1968 während der 4. Umkreisung des Mondes fotografiert. Und es war das erste Mal, dass die Menschen wussten, wie die Erde aussah und wo sie lebten. Das ist heute unvorstellbar, dass man das nicht wissen kann. Die Aufnahme gilt als die einflussreichste Umweltfotografie, die jemals gemacht wurde. Das Foto wurde vom US Postal Service als Motiv für eine Briefmarke gewählt und als Bildunterschrift wurden die ersten 4 Worte der biblischen Schöpfungsgeschichte verwendet. In the beginning, God. Wir gehen 5 Jahre weiter in das Jahr 1972. Die Blue Marble ist das erste klare Bild, das die von der Sonne beschienene Seite der Erde zeigt. Und es machte damals einen unglaublichen Eindruck auf die Menschen. Für die Umweltschutzbewegung der 1970er Jahre war das Bild ein wichtiges Symbol für die Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit der Erde und für ihre Isoliertheit im All. Wie wichtig dieses Bild war, zeigt sich daran, dass es noch 15 Jahre später in der Einleitung des Brundtland-Berichtes, der für seine Definition des Begriffs nachhaltige Entwicklung bekannt ist, beschrieben wird. Ich zitiere jetzt mal aus der Einleitung. In der Mitte des 20. Jahrhunderts sahen wir unseren Planeten zum ersten Mal aus dem Weltall. Wir sehen eine kleine und zerbrechliche Kugel, die nicht von menschlichen Aktivitäten und Bauwerken dominiert ist, sondern von einem Muster aus Wolken, Ozeanen, grüner Vegetation und Böden. Die Unfähigkeit der Menschheit, ihr Verhalten diesem Muster anzupassen, verändert die planetarischen Systeme fundamental. Viele dieser Veränderungen werden begleitet von lebensbedrohlichen Risiken. Diese neue Realität, der wir nicht entfliehen können, müssen wir erkennen und steuern. Ich finde es ziemlich erschreckend, wie wenig es in den 34 Jahren seit dem Brundtland-Bericht gelungen ist, diese kleine und zerbrechliche Kugel zu schützen und denke, dass zum erfolgreichen Lösen globaler Probleme wie des Klimawandels technische Lösungen eben nicht ausreichen, sondern dass es notwendig ist, neue Moral- und Wertvorstellungen zu erarbeiten und zweifelsohne natürlich auch neue Verhaltensmuster. Und daran arbeiten wir in unseren BNE-Projekten. So, jetzt wissen Sie oder kennen Sie die Grundlagen der BNE-Arbeit im Umweltministerium und nun sage ich herzlich willkommen auf dem Portal der hessischen Klimabildung. BNE wird in Hessen bereits seit vielen Jahren in ganz vielen Projekten, vor allen Dingen mit außerschulischen Bildungsträgern umgesetzt. Und weil wir in der Klimabildung jetzt das Rad nicht neu erfinden wollten, haben wir uns entschlossen, seit 2018 mit umfangreichen Fördermitteln aus dem Klimaschutzplan einige dieser Projekte auszubauen, hessenweit in die Breite zu bringen und zu verstetigen. Dazu gehört zum Beispiel die Lernwerkstatt Klimawandel, die hier zu einer Schule gefahren wird. Und das Beispiel zeigt auch ganz exemplarisch unseren Projektansatz. Wir bieten nämlich meist aufsuchende Bildungsangebote an, viele davon an Schulen als Keimzellen regionaler Bildungslandschaften. Die Angebote orientieren sich immer an der Lebenswelt und den Alltagserfahrungen der Schülerinnen und Schüler und lassen sich auch, und das ist ganz wichtig, in das jeweilige Schulcurriculum integrieren. Ja, und die Werkstätten sind häufig mehr oder weniger Materialschlachten. Also was Sie hier hinten auf dem Anhänger sehen in den Kisten, sind wirklich durch die Bank Lernmaterialien für die einzelnen Lernstationen, die aufgebaut werden. Sie finden auf der Startseite im Klimabildungsportal Teaser und auch Top-Themen, unter anderem weitere Projekte, die im Rahmen der Klimabildung ausgebaut wurden, wie das Schuljahr der Nachhaltigkeit für die Grundschule und für die Sekundarstufe 1, was gerade parallel in dem Vortrag auf der anderen Plattform vorgestellt wird. Aber es werden eben auch neue Ansätze entwickelt und erprobt, wie zum Beispiel die Kooperation von Energieberatungs- und Umweltbildungsexperten. Ich hatte ja gesagt, wir fördern die Projekte. In der Projektförderung sind auch immer
Projektberichte notwendig und diese Projektberichte stellen wir auch auf dem Klimabildungsportal ein, um den Fortschritt in den Projekten auch zu dokumentieren. Allein mit diesen 4 Klimabildungsprojekten, die ich jetzt gerade genannt habe und die heute Nachmittag auch noch in Workshops vorgestellt werden, konnten bis Ende letzten Jahres fast 29.000 Personen erreicht werden. Aber in die Klimabildung werden auch neue Akteure einbezogen, wie Shorni, der Schornsteinfeger, den Sie unten rechts sehen, der Kindergartenkinder an das Thema Energie heranführt. Und auch die Ernährungsbildung legt den Fokus auf Klimaschutz und Klimawandelanpassung, unter anderem im Netzwerk Schulgarten, was oben rechts zu sehen ist. Dieses breite Spektrum von Themen und auch Bildungsakteuren soll uns dabei helfen, Klimabildung in Hessen dauerhaft zu verankern, eben wirklich vom Projekt zur Struktur zu kommen, von der pädagogischen Nische wirklich zum Mainstream zu werden. Ja, das Portal vereint ganz viele Klimathemen und Aktivitäten, die ich Ihnen hier mal aufgeführt habe. Wichtig für uns ist, dass sich ein Thema nicht immer einer Aktivität oder einem Projekt zuordnen lässt. So sind zum Beispiel Ernährung, Klimawandel, Energie und Mobilität im Schuljahr der Nachhaltigkeit und in der Lernwerkstatt Klimawandel enthalten und werden halt wirklich insgesamt unter dem Bereich Klimabildung im Sinne einer BNE behandelt, weil wir der Meinung sind, man kann diese Themen einfach nicht isoliert betrachten. Klimawandel hat viel mit Ernährung zu tun, Ernährung mit Energie und eben auch mit Klimawandelanpassung. Und diese Projekte sind halt alle interdisziplinär angelegt. Auf der folgenden Folie sehen Sie eine kleine Auswahl von Beispielen, wie wir arbeiten. Es wird bei einer Lernwerkstatt Klimawandel zum Thema Bodenerosion schon mal ganz nass, wenn geguckt wird, wie verschiedene Bodenarten und verschiedene Hangneigungen das Regenwasser oder wieder das Regenwasser gespeichert wird. In der Mitte sehen Sie zum Thema Energie ein Foto aus dem utopischen Salon, also einem wirklich innovativen Format, was in dem Projekt etabliert werden sollte. Ein Ergebnis dieser Utopien ist zum Beispiel das Projekt Klima auf Tour, das in diesem Jahr mit mobilen, niedrigschwelligen Lernangeboten auf Lastenfahrrädern in Frankfurt gestartet wird. Aber wir gucken uns auch Projekte an, die wir schon seit vielen Jahren auch als Ministerium machen, zum Beispiel Bauernhof als Klassenzimmer. Dieses Projekt haben wir auch im Zuge des Klimaschutzplans erweitert. Die Landwirte, die an dem Projekt teilnehmen, erhalten Schulungen zum Thema Klimaschutz in der Landwirtschaft und entwickeln dann darauf basierend neue Konzepte für ihre Hofführungen für Schulklassen und Kindergärten. Und unten in der Mitte, das Bild zur Mobilität, zeigt gut, dass Klimabildung nicht ohne solides naturwissenschaftliches Wissen auskommt. In der Lernwerkstatt Klimawandel gibt es zahlreiche, durchaus anspruchsvolle, aber auch sehr lustige Experimente, die sich hervorragend in den Chemie- und Physikunterricht in der Sekundarstufe integrieren lassen. So, wir machen die Klimabildung nicht alleine, sondern mit ganz vielen Partnern im Land. Das sind zum einen verschiedene Ministerien, die eben für die Bildung, wie das Kultusministerium und auch für Fachthemen mit Klimabezug zuständig sind. Und was uns besonders freut, auch die Fachbehörden machen mit. Zum Beispiel das Fachzentrum Klimawandel und Anpassung, die Landesenergieagentur, aber auch der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, der sich unten hinter dem LLH verbirgt. All diese Institutionen präsentieren ihre Angebote und eben auch Fachdaten auf dem Klimabildungsportal, die dann eben wieder in Bildungskonzepte von Schulen auch einfließen können. So wird die Klimabildung im Sinne einer BNE quasi horizontal in der Verwaltung verankert. Ein besonderes Angebot unserer Bildungsaktivitäten ist aber, denke ich, eher die vertikale Vernetzung, nämlich die Zusammenarbeit mit den vielen zivilgesellschaftlichen Partnerinnen und Partnern im Land. Allen voran ist da ganz klar die Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung zu nennen und eben ihre Mitglieder, die die Klimabildungsprojekte durchführen, aber eben auch in Landesprojekten mitwirken. Es gibt zum Beispiel eine Lehrkräftefortbildung vom Hessischen Kultusministerium gemeinsam mit dem Fachzentrum Klimawandel und Anpassung, wo die ANU und das AZN dann Workshops aus dem Schuljahr der Nachhaltigkeit und der Lernwerkstatt Klima gestalten und das Thema Klimawandel in der Schule so für die Lehrkräfte auch greifbar machen. In den letzten Jahren ist so ein wirklich dichtes und tragfähiges Netz von Klimabildungsakteuren entstanden, das wir zukünftig natürlich auch gerne weiter ausbauen möchten.
Ja, was uns wichtig ist in der Klimabildung, ist, dass wir eine hochwertige Bildung machen. Und diese Projekte im Sinne einer BNE stellen einen wirklich hohen Anspruch an die pädagogische Qualität. Deswegen haben wir eine integrierte Struktur entwickelt, um diese Qualität auch dauerhaft erhalten zu können. Zum einen ist es so, dass die Projekte in der Regel von Bildungsträgern für nachhaltige Entwicklung, die vom Land zertifiziert sind, durchgeführt werden und über das Multiplikatoren-Netzwerk vom Schuljahr der Nachhaltigkeit, das von der Deutschen UNESCO-Kommission und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgezeichnet wurde. Um die Qualität der Klimabildungsmaßnahmen kontinuierlich zu verbessern, findet auch einmal im Jahr ein sogenannter Qualitätszirkel statt. Er ist die gemeinsame Lern- und Austauschplattform zur Weiterqualifizierung der Akteurinnen und Akteure in den einzelnen Projekten. Gemeinsam werden und haben wir hier Qualitätskriterien für die Bildungsangebote fortgeschrieben, die in einem Qualitätsrahmen gemündet sind, der im Herbst diesen Jahres veröffentlicht werden soll. Die beiden oberen Fotos zeigen, dass die Qualitätszirkel inhaltlich und methodisch vielfältig sind. Klar, es gibt Vorträge von Wissenschaftlern, wie hier von Frau Brock von der FU in Berlin. Aber es gibt auch Diskussionsforen, wie Sie das auf dem linken Foto sehen, mit Fridays for Future. Und das war wirklich für beide Seiten eine sehr, sehr gewinnbringende Diskussion und ein guter Dialog, über den dann halt auch lokale Kooperationen von Fridays for Future mit den Umweltzentren angebahnt wurden. Klar ist auch, wer so viele Bildungsangebote machen möchte, braucht dazu auch entsprechend gut ausgebildete neue BNE-Pädagoginnen und Pädagogen. Und deswegen bieten wir auch berufsbegleitend eine Weiterbildung für Umwelt- und Klimabildung in Hessen an. So, jetzt kurz noch zwei Folien direkt aus dem Portal. Diese Seite ist mir wichtig. Wir bieten nämlich auf dem Portal sehr viele Materialien, insbesondere für Lehrkräfte, an. Das ist ein ganz klarer Wunsch auch vom Kultusministerium gewesen, dass wir diese Plattform wirklich nutzen, um Materialien für den Schulunterricht bereitzustellen. Hinter diesen einzelnen Reitern verbirgen sich wirklich umfangreiche Sammlungen, die auch stetig ergänzt werden, je nachdem, was in den einzelnen Projekten gerade wieder aktuell ist und dokumentiert worden ist. Und was auch gerne genutzt wird, ist diese Möglichkeit der Suche in einer Projektdatenbank. Wenn Sie ein Schlagwort eingeben, wie zum Beispiel Ernährung, bekommen Sie unten drunter alle Projekte aufgelistet, in denen zu diesem Schlagwort oder zu diesem Thema Materialien oder Informationen enthalten sind und in denen zu diesem Thema dann halt auch gearbeitet wird. Ja, das Klimabildungsportal ist im letzten Jahr von ist fast 19.000 Mal besucht worden, vor allem eben in der Woche und verstärkt nachmittags. Deswegen gehen wir wirklich davon aus, dass die Informationen also ganz gut zu unseren Zielgruppen, den Lehrkräften und den Umweltpädagoginnen und Pädagogen in ihrem beruflichen Kontext auch, dass sie da angekommen sind. So, das war jetzt nochmal ein ganz schneller Schnelldurchlauf durch das Klimabildungsportal. Ich hoffe, Sie haben einen ersten Eindruck von der Klimabildung für nachhaltige Entwicklung in Hessen bekommen und haben Lust, unser Portal zu besuchen. Wir freuen uns auf Sie. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Schön, dass es jetzt tatsächlich doch noch geklappt hat. War Ich alles habe zu hören? hier, es war alles zu hören, es hat Na. wunderbar funktioniert und Sie sind hervorragend in der Zeit geblieben. Kompliment dafür. Ich habe jetzt hier aus dem Stream noch ein paar Fragen. Ja, Und gerne. zwar eine Frage einmal, welches Feedback bekommen Sie denn von den Schulen? Sehr, sehr positiv. Die Lehrerinnen und Lehrer freuen sich natürlich, dass ihnen erfahrene Umweltpädagoginnen und Pädagogen zur Hand gehen im Unterricht, aber auch, dass sie halt ganz neue Konzepte kennenlernen, die dann quasi personenbegleitet eingeführt werden. Wir versuchen halt sehr stark fächerübergreifend zu arbeiten, was unglaubliche Herausforderungen an die Schulen auch stellt. Und wir haben ja erst gedacht, mal gucken, ob das überhaupt klappt, gerade in der Sekundarstufe 1, wo der Unterricht ja sehr stark fächerbezogen auch gegliedert worden ist. Aber es funktioniert. Also wir sind dann in der Regel den ganzen Vormittag in einer Schule, arbeiten klassenübergreifend und die Rückmeldungen sind wirklich sehr
positiv. Und wir merken, da passiert halt auch was in den Köpfen, sowohl in den Köpfen der Kinder als auch in den Köpfen der Lehrer. Also wir versuchen, rote Fäden mit unseren Angeboten quasi zu schaffen und das funktioniert offenbar ganz gut, ist halt sehr personal- und sehr kostenintensiv. Wunderbar. Das wäre tatsächlich, schließt die zweite Frage so etwas daran an, welchen Anteil der Schulen erreichen Sie denn? Die Frage kam eben im Chat auch schon mal. Ich kann es nicht genau quantifizieren. Die Projekte sind halt auch einfach sehr, sehr unterschiedlich. Im Schuljahr der Nachhaltigkeit ist es zum Beispiel so im Bereich der Grundschulen, dass die Anforderung ist, dass eine Schule immer mit einem kompletten Jahrgang an dem Projekt teilnehmen muss. Und das ist natürlich schon eine hohe Hürde. Und wir versuchen mit dem Projekt letztendlich 10% aller hessischen Grundschulen, das sind 120, bis zum Ende der Projektlaufzeit zu erreichen. Teilweise arbeiten wir pilothaft, wie im Schuljahr der Nachhaltigkeit für die Sekundarstufe 1. Und da sind es im Moment 6 Schulen, die mitmachen. Bei den Lernwerkstätten Klimawandel, ach, ich weiß gar nicht, da haben wir mehrere hundert Durchführungen mittlerweile gemacht, seitdem die Projekte laufen. Und was halt einfach sehr, sehr schade ist, ist, dass im letzten Jahr halt so gut wie keine Präsenzveranstaltungen gemacht werden konnten wegen Corona. Ja. Da merken wir einfach, dass wir eine Wahnsinnslücke haben beim Erreichen der Schulen, merken jetzt aber auch, wo der Wechselunterricht in Hessen losgegangen ist, die Schulen springen nicht ab, sondern sie wollen halt weiter mitmachen, weil ihnen die Angebote offensichtlich gut in ihre curricularen Aufgaben hereinpassen. Das hört sich doch gut an. Dann noch eine letzte kurze Frage, bevor wir dann hier schließen, damit wir die auch im Recording haben. Nehmen Sie denn auch direkten Einfluss auf die Lehrpläne? Nein, die Lehrpläne werden ja im Kultusministerium gemacht. Insofern haben wir da keinen direkten Einfluss. Aber was wir machen, das hatte ich vorhin versucht anzudeuten, ist den Lehrkräften immer ganz klar die curricularen Anbindungen auch mitzugeben. Wenn wir zum Beispiel fürs Schuljahr der Nachhaltigkeit Materialien erstellen, dann sehen die Lehrkräfte genau, in welchem Kompetenzfeld, was in Hessen halt vorgeschrieben ist, diese Materialien auch zum Einsatz kommen können. Das heißt, wir versuchen den Lehrkräften zu sagen, ihr müsst dieses Fach unterrichten in der Grundschule Sachkunde, aber ihr könnt das Thema Wasser auch an diesem Beispiel machen, wo es vielleicht um Gewässerschutz und virtuelles Wasser gemeinsam geht. Also wir versuchen den Blick zu weiten. Das war das Thema BNE-Brille, um die Vorgaben, die die Schulen halt haben, mit BNE-Angeboten anreichern zu können. Alles klar, wunderbar. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu tun, als mich ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken. Ja, gerne, hat Spaß gemacht und tut mir leid, dass Sie jetzt auch solche Schwierigkeiten hatten, mich hier wieder an Bord zu holen. Das bleibt nicht aus, das kommt halt mal vor, wenn man sowas live macht, kein Problem. Ich würde Sie noch freundlich bitten und sowieso auch immer alle Zuhörer und Zuschauer, dass wir natürlich auch diesen Spatial Chat haben. Der Link dazu findet sich auf der YouTube-Seite und auch auf der Homepage. Wenn Sie vielleicht gleich noch Zeit haben, falls da noch weitere Fragen sind, dass Sie sich dann einfach da auch entsprechend noch weiter mit austauschen können. Ich denke, das wäre für viele der Zuschauer bestimmt eine Bereicherung, dass man da noch die Möglichkeit hat, direkt mit den Referentinnen und Referenten irgendwo Kontakt zu suchen und weitergehende Fragen zu stellen, vielleicht auch noch Diskussionsanreize zu finden. Mhm. Gut. Alles klar, super. Ich danke Ihnen. Danke. Tschüss. Tschüss.